Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Vermintide 2 mit dem Trino. Hallo. Und den drei Gangsterpuppen. Bin ich mich gleich sicherer. Hört gar nicht auf. Ja, ne? Dachte ich mir auch. Gut, letzte Folge haben wir es fast geschafft. Diese Folge schaffen wir es ganz. Hoffe ich. Ja. Achso, wir müssen jetzt da runter. So. Finde ich auch schon wieder gut gemacht, wenn dann doch einer noch kurz AFK ist, dann startet der Scheiß einfach nicht. Selbst nach dem Annehmen. Finde ich gut. Rinos Meinung ist, oder seine Prediction ist, dass der Boss mit dem Baby hinten jetzt als erster kommen würde. Ich halte dagegen. Einfach aus Prinzip. Ganz toll. Ey, sonst hat das ja keinen Sinn, weißt du? Wenn ich jetzt auch dafür wäre, dann ist ja der Reiz irgendwie weg, oder nicht? Ja. Dreh dich halt in dem Moment halt weg. Liegt auch echt nirgends hier rum. Das ist echt ein bisschen, wenig vorhanden. Ja, oh mein Gott. Aber wir sind ja jetzt auch gut, relativ gut durchgekommen. Alter, aber diese hier, dass hier gleich so ein Fetter ist, ne? Ja, ist schon wieder. Ich finde es aber echt gut, dass es sich abwechselt. Ja, ne? Es ist halt nicht. Nutzt sich dann halt nicht so schnell ab. Weil wenn du da, gerade wenn du halt hier, wie man ja anhand von den Crafting-Mats sieht, doch ein paar Runs machen musst, fände ich es halt auch scheiße, wenn du genau weißt, ach, jetzt rechts stehen drei Gegner, links nochmal zwei und ja. Das sorgt hier echt dafür, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt, selbst wenn du öfter das Gleiche machst. Richtig. Finde ich halt auch. Und wenn man sich die Mats so anguckt, also man braucht echt einiges. Gut, wir wissen auch nicht, wie viel man kriegt für einen Win. Ja, das ist halt auch so. Du weißt nicht, was du ja bekommst, wenn du durchkommst. Ich denke auch, dass es garantiert höher vergütet wird. Ja, logisch. Also zumindest gehe ich stark davon aus. Eben gab es ja noch nicht mal eine Mitleidstruhe. Aber was ja daran lag, weil wir kein Level aufgestiegen sind. Ich denke auch, ja. Halt so ein bisschen was dann halt von Overwatch. So, jetzt habe ich mal wieder das Foliant. Aber dann kann man sich nicht heilen, das ist doch. Wie cool war das denn gerade eben? Die Ratte hier war eine Ratte, ne? Ja. Die wollte zu dir, die jetzt hinter dir ist. Ja. Und die ist so einen richtigen Umweg gegangen. Ja. Die ist auch wieder zurückgegangen. Wo habe ich jetzt die Kiste das Ding? Das passt ja auch. Okay, bis jetzt hatten wir noch keinen Boss. Stimmt, ja, die Stelle war ja schon. Ja. So eine Scheiße. Dankeschön. Hier ist noch ein Heiltrank. Ach, kannst du ja nicht mitnehmen, Ding. Einmal oder so geht das schon, aber vielleicht ist das ja auch Absicht, dass man das nicht öfters machen kann. Weil jetzt liegt es noch da. Naja, aber du kannst es ja nicht. Ja, außer du nimmst den Heiltrank jetzt, genau. Ja, ich war immer halb. So. Hier liegt noch einer. Ich.
Kann ich halt nicht nehmen. Ich würde so einen Foliant halt erstmal gern mitnehmen. Aber. Keine Muni mehr. Wo ist denn der Wichser, der den Strudel macht? Also vorne, jetzt hat er sich weggeportet. Auf der linken Seite da, hinterm Strudel. I'm glad Adaloth isn't here to see me use these worthless arrows. Mal gucken, ob ich nochmal in die Potion hinten rankomme. Ne, komme ich nicht. Scheiße. Ah, hier ist noch eine. Sehr gut. Ja, vielleicht müssen wir auch danach hinterher mal immer so die Gebiete ein bisschen besser durchgucken. Ja, ich guck schon extra in jede Ecke und lauf mal in irgendwelche leeren Gänge, aber irgendwie bisher Pech gehabt. So ein Würfel wird es auch genommen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ja, keine Ahnung. Das Feuer weh? Ja. Jo. Hast du mit ein paar Peter jetzt reingerannt oder was? Ich hatte ja eh kaum was, ich sterbe eh jedes Mal, weil ich will das Foliant jetzt mal mitnehmen. Bringt bestimmt irgendwas. Oder zumindest halt, ja, man braucht 3 Stück, wie soll das denn gehen mit 2 Bots? Aber die nehmen das schon nicht mit, die Geier. Ja, aber vielleicht sind ja in den anderen Leveln welche, weißt du? Ja, aber du kriegst ja so, dass du nicht hier, dass du jetzt nicht hier 3 Level fahren musst, sondern dass du in dem nächsten Level, was hier im Anschluss kommt, was dann auch mit der Burg zu tun hat, da das nächste Foliant ist. Ja, aber du hast ja direkt eine Anzeige hier. Ja, Level. Eben. Und dann bringst du das nach Hause und dann sagt er halt hier, okay, da gab es doch welche. Hm. Ah, fuck you, ey. Rennst ein kleines bisschen zu schnell vor. Done, mates. Keep 'em peeled.
Aber wir hatten bis jetzt noch gar keinen Boss, ne? Nee. Kommen wahrscheinlich dann nachher alle drei auf einmal. Bei unserem Glück kann das so sein, ja. Guck mal, wie cool das hier aussieht. Ja. Mega City. Oh, guck, hier, da ist er. Oh, nee. Geil, ey. Lass mich doch in Frieden. Jo, klar. Ah, fick dich, ey. Jetzt kannst du noch knicken, weil der kloppt auf mich drauf. Am besten ist eigentlich du lockst. Ah, okay. Ja, genau. Ja, lol! Lieg schon wieder. Aber die helfen mir auf. Gleich ist es tot. Die Brut. Nicht heilen! Ich hab ihn. Die anderen nicht aufheben. Ach so, wenn der an dir lutscht, dann heilt er sich. Lutscht. Alles andere macht er doch nicht. Na, die Zehen nachzuurteilen. Der lutscht an dir. Du ekliges Stück Scheiße, ey. That's the drop. A potion, anyone? Ja, Ersatzmann wäre auch gut, hat er recht. Hier sind zwei Heiltränke. Hat der Zwerg mir das wieder weggenommen? Nee, du hast eins. Den. Nee, doch, ich hab eins. Wo, hast du jetzt das Foliant? Ich hab das Foliant jetzt, ja. Dann legen wir das Foliant hin. Geht nicht. Dann tauscht mit irgendeiner Brandbombe oder so. Dann nehme ich den Trank jetzt noch nicht. Hab das von ganz mit nach Hause nehmen. Ja, wir müssen erst mal was finden, was wir aufnehmen können. Ja,
Kommt schon gleich irgendeine Bombe oder sowas. Hier ist Munition. Oh, sehr gut. Hier kannst du looten. Ja. Achso, nee, geht nicht. Warum? Naja, weil es eine Bombe ist, ist ein anderes Slot. Ja, kriegen wir gleich hin. Stimmt, ja. Hast du eine Bombe? Ja. Sprechen auch so geil. Die Synchronsprecher, die das eingesprochen haben, alle, die müssen sich richtig behindert vorgekommen sein. Alles klar. Och, das passiert jetzt auch gerade zum ersten Mal, oder? Ja. Nein. Surely we've not killed them all. Seems a little anticlimactic. Is Muni? Ja, ich. Ja. Ich guck mich gerade noch um, da bist du schon wieder weiter. Wo war Muni? Hier auf der Seite, links. Ah, danke. Ja. War in der Kiste was drin? Nee. Immer leer. Hier war gerade, die hatte gerade irgendwas gesagt mit Potion, ja, oder? Ach hier, die meint hier den Stärkedrank. Ah. Hab mich auch schon gefreut. Ach, wem Wechsel meinst du, ne? Naja, klappt eh nicht, oder? Also ich hab's jetzt eh schon aufgenommen, also von daher. Also. Weil, also es klappt ja eh nicht, weil ich hab's ja aufgenommen und das Buch hier immer noch behalten. Hey, wie geht das denn? Ja, weil das, auf die 3 kommt sämtliche Heilzeugs drauf. Und auf der 4 alle, so Attributenverbesserungsgeschichten. Oh, ich dachte Trank ist Trank. Ja, nee. Fick dich! Wie geil es aussah. Mal Arschkrampe. Hier, jetzt kannst du den Trank nehmen. Weil hier so ein scheiß Picture war.
Ah. Das ist dann kein Drang, alles klar. So, Buch liegt. Auf dem Fass. Okay. Hast du auch Schaden gekriegt? Nö, nee, aber der Bildschirm war komplett rot. War piss dich! Ja, deswegen darfst du nicht so schnell losrennen, weil es ist sonst kackjes. Prallhans, Alter, mit den zwei Äxten in der Hand, Alter, das sieht... Wie kennst du Serious Sam? Ja, ja, klar. Diese Killer da, diese Selbstmordkiller, ja. Die rennen doch auch so los mit den Armen nach oben und... ja. Okay, warte mal. Trinken. Potion nehmen. Hier ist noch so ein Heil-Package. Konntest du dich heilen? Ja. Sehr gut. Ach du Scheiße. Der Rattensauron ist wieder da. Sieht doch cool aus, Alter. Die haben das auch echt gut umgesetzt, finde ich. Von wegen hier, die leichten Gegner machen halt echt, da liegt auch keine Wucht dahinter. Wenn halt so ein fettes Vieh auf dich zustürmt, du merkst richtig die Wucht. Ja, ja, ne? Genau. Echt gut gemacht. Ja, das ist, es ist einer der wenigen Spiele, wo du tatsächlich auch so ein Impact merkst. Von den Gegnern auch, von selber halt so. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Das können echt wenige Spiele so ein ordentliches Trefferfeedback dir liefern. Und auch geben halt. So, da wären wir ja schon wieder. Böse Erinnerung. Essenszeit. Guten Tag, komm ich hin. So, Daumen drücken jetzt. Ja, ich glaube nicht, dass es hier wirklich noch irgendwo weitergeht. Das wird es dann echt gewesen sein mit dem Level. Ja, ich glaube auch, dass das... Und der sagt ja, hat ja auch am Anfang gesagt, halt hier, läutet die Glocke. Mhm. Überlebe. Tot sozusagen. The meat light knows how to strike.
vielleicht nicht schlecht, die Sackgasse hier, ne? Ja, eventuell. Also wenn die nicht von hinten jetzt noch kommen, irgendwie. Na gut, die klettern natürlich einfach hoch, die Pisser, ne? Das ist schon cool gemacht. Ja, aber trotzdem lässt sich es gut verteidigen. Ja. Wird noch gleich schwierig, weil ich mal jumpen muss, um Muni zu holen. Okay, gibt es nicht. Down. Jo. Wir müssen noch so eine Wirbelsau auf der anderen Seite. Ist hier weggeportet. Liegst du? Bitte was? Ob du liegst. Nee, nee. Jetzt. Hier abgeht, ne? Ja, sehr cool. Vor allem, es wird alles irgendwie dunkler und... Okay, wir haben was geschafft. Oh, die Fenster gehen auf. Die Türen gehen auf. Doch, Fenster gehen auf. Wie über die Brücken der Schatten. Oh, nein. Aber fliegen klingt nicht. Ja, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ich wollte dich bloß nicht spoilern. Ja, renn mal nicht so schnell los. Ich wollte noch Munition holen. Ja, fliehen ist ja bestimmt Ende. Fick dich, es kommen welche. Was? Hinter mir. Kann die aber alle einfach runterschubsen. Wir müssen da rein, ne? Jo. Ich bin hier oben am Kämpfen. Ja, spring da unten rein. Komm rein hier unten. Die springen, ach so. Ja, toll. Das sind die ganzen Ratten. Ja, aber dann haben wir es geschafft. Ach so. Yeah, genau, das ist es nämlich halt. Du hast es nämlich geschafft. Du weißt, du hast die alle da runtergehauen. Ich denke mir so, nein. aber ja, wir haben es geschafft. Cool. Überlebende Spieler. Gesamte Folianten 20, siehst du? Wie 20? Wir haben 1 genommen. Ja, aber Punkte, Erfahrungspunkte kriegst du damit. Und ich habe einen neuen Bogen bekommen. Das ist eine neue Muskete. Coolio. Und noch ein Level? Ne, ein halbes. Naja. Mission auf Rekrut abgeschlossen. Ja. Lootbox. Beutewürfe gesammelt. Reynolds Gabe. Blaue Truhe. Noch eine Truhe gekriegt. Merchant Strongbox. Okay, okay. Ich habe 274, 8, 11, 165. Ne, ist ja auch Wurst. Wir haben es geschafft. Das ist eigentlich die Hauptsache. Und ich habe mehr Kills dazu. Das ist auch eine Hauptsache. Cool. Wir gucken uns jetzt aber noch an, was ich jetzt hier so gekriegt habe. Einen neuen Bogen auf jeden Fall. Der nicht viel mehr Schaden macht. Ohne grüne Waffe. In der normalen Kiste. Und der Bogen sieht cool aus. So, dann der kann aber irgendwas, der Bogen, oder?
Weißt du, in der grünen Kiste, in der normalen Kiste ist eine grüne Waffe drinne und in der epischen blauen Kiste ist eine graue Waffe. Verwirrend. Guck mal, ich hab der eine Bogen macht Schildbruch, zielsicher, versatil, was auch immer das heißen soll. Der andere Bogen macht Zeitschaden, Schnellfeuer und Schargewalt. What? Ja, habe ich auch die verschiedenen Stats. Meine ist so irgendwas mit Lila, mit Illusion. Schargewalt, Kurzdistanz, plus 6% Kraft gegen Monster. Fühlt sich an im Spiel. Ja, ich behalte meinen alten Bogen, weil Zielsicherheit ist, finde ich, weitaus wichtiger als irgendwie so alles andere. Wo 7,5% Schadensverringerung. So, wir machen jetzt auch mal die Kiste auf. Oh, noch ein neuer Ring. Zeitschaden, na toll. Jetzt habe ich gar keine andere Wahl mehr. Aber bei mir war jetzt auch in der Normalo-Kiste war jetzt gerade ein grüner Bogen drin. Ja. Mal gucken, was in der blauen jetzt drin ist. Noch ein Ring. Noch ein Schmuck. Und eine Armbrust. Kann ich aber nur als Schatten benutzen. Hoher Schaden, Schnellfeuer, versatil. Wer mir mal bitte sagen kann, was versatil ist, wird mich nicht dümmer fühlen. Alright. Dann legen wir doch mal den Quatsch noch an. Plus 4 Crit-Chance, okay. Mal gucken. Oh, das ist aber wirklich um einiges schneller. Das habe ich 59 Heldenkraft. Kann ich mit leben. Warte, ich sag dir gleich, wie viel ich noch dazu habe. Das Einschmelzen, was wir nicht brauchen, für den Matt. Ich habe 67 Heldenkraft. Was? Drei grüne Items hier. Sieht ja viel besser aus. Ein grünes. Guck mal, das ist mein Bogen. Ach so, der macht wahrscheinlich so AOE-Damage oder sowas. Mhm. Cool, ja, da haben wir sozusagen in vier Folgen haben wir das erste Level geschafft. Und gucken wir ganz kurz, jetzt haben wir das nächste freigeschaltet, das heißt Synode des Zerfalls. Puh, ja, mal gucken. Ich gehe davon aus, dass alles schwerer wird nach dem ersten Level. Das kann gut möglich sein, ja. Das werden wir dann aber sehen, das werden wir dann erst in der nächsten Folge sehen können, oder ihr werdet es erst in der nächsten Folge sehen können, aber wir auch, weil wir machen nämlich Schluss für heute. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe euch macht das Projekt ein bisschen Spaß und wenn ihr Bock habt, da mitzuzocken, dann meldet euch doch mal. Ansonsten schönen Abend oder schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, tschaußen. Tschüss.